Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Portal Knights. Vielen herzlichen Dank hier gleich an der Stelle an 505 Games, die uns ein paar Versionen zur Verfügung gestellt haben. Und mit dabei ist der Nero. Moin, moin, Freunde. Ja, genau, wir wollen bei dem Spiel jetzt ein bisschen durchstarten. Das Problem ist, falls ihr irgendwas, ich kann hier bei Anzeigeeinstellung, ich kann hier nichts einstellen. Ich habe keine Ahnung, da müssen wir wahrscheinlich noch ein Patch abwarten. Es ist noch eine sehr frühe Alpha. Und es können hier und da ein paar Bugs dabei sein, und aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir freuen uns riesig auf das Spiel. Noxy wird auch noch mit dabei sein, entweder in den nächsten Sessions oder sogar jetzt mit dazustoßen dann irgendwann. Ich freue mich drauf. Wollen wir mal das Spiel starten? Ich habe hier schon mal zum Test eine Figur gemacht. Die werde ich jetzt natürlich löschen, dass wir von vorne anfangen. Ja, ich nehme natürlich männlich, logisch. Ne? Ich bin runde Waldläufer, ne? Also... Okay, also wir haben jetzt hier zur Auswahl den Krieger. Der Krieger konzentriert sich auf den Nahkampf, um Gegner mit ihren mächtigen Schwert- und Axtangriffen zu besiegen. Krieger verwenden mächtige Kampfschreier, um ihre Gruppen zu stärken und Feinde zu schwächen. Krieger nutzen hauptsächlich ihre Kraft, die von mehreren Lebenspunkten und höheren Nahkampfschaden verleiht. Aha. Dann haben wir einen Waldläufer, den ist Nero. Genau. Waldläufer benutzen ihren schnellen Bogen, um Gegner aus der Ferne zu besiegen. Mit Bomben setzen sie Gegner und Blöcke gleichermaßen unter Druck. Waldläufer nutzen hauptsächlich ihre Bewegungsfähigkeit, die ihnen mehr Beweglichkeit, würde ich sagen, die ihnen mehr Bewegungsgeschwindigkeit und höhere Distanzschaden verleiht. Und dann gibt es halt eben der Magier. Die Magier verwenden nicht nur Sensen und Zauberstäbe, um Gegner zu besiegen, sondern auch mächtige Zauber. Magier benutzen hauptsächlich ihre Intelligenz, die ihnen mehr Mana-Punkte und höheren Zauberschaden verleiht. Ja, also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall den Krieger. Weil wenn der Nero der Waldläufer ist, dann möchte ich bitte der Krieger sein. Und, ja, was ist das Portal Knights überhaupt für ein Spiel? Es ist eine Mischung aus Minecraft und irgendeinem so Rollenspiel. Es ist Minecraft mit Rollenspielelementen, kann man so sagen. Ne? Also so sieht es zumindest aus. Ne? Wir haben noch gar keine so richtige... Ja, wir haben es halt noch nicht gespielt. Wir werden sehen, wie das Spiel wird. Wir freuen uns schon so mega drauf. Oh ja, auf jeden. Und ja, was nehme ich denn hier? Wir müssen es natürlich erstmal erstellen. Na, das ist doch... Oh, das ist natürlich cool. Machen wir sowas. Ich erstelle einfach mal mit, dass meine Leute aussehen, hier was Sache ist. Kann man hier die Frisuren erstellen, dann kann man hier... Irgendwie. So geile Frisur dabei. Hey, das passt doch jetzt im Server. Echt lustige. Also wirklich, ist echt putzig gemacht, das Spiel, muss ich schon echt sagen. Also. Ja. Echt gut aus. So, ach, die Ohren können wir auch noch verändern. Wie gesagt, es ist noch eine frühe Alpha, auch wenn jetzt hier Auflösung oder sowas ist. Ich weiß nicht mal, welches Spiel, welche Videogröße. Es dürfte aber 1080p sein, laut Test von mir. Das wird natürlich im Laufe der Zeit alles gepatcht, und dann kann man das ordentlich einstellen. Zurzeit ist das ein bisschen doof. Ach, das sieht aber auch cool aus. Können wir machen so. Und weiße Haare. ja, die Haarfarbe. Durchsagen kann man schon so lassen hier. Oh, die Gesichtsform. Ach, die Ohren. Mhm. Ja, das ist ja lustig. Nee, machen wir mal zurück. Genau, böser Blick. Augenfarbe. Oh, ja. Ich mach die zwei, ich mach mit Ohrring. Ach, die Hautfarbe kann man noch. Ja, wir sind so... Na gut, so gelb sind wir jetzt endlich. Wir machen hier so einen Helm. Gut. Mund sehen wir jetzt nicht besonders viel. Augenform. Sehr cool. Ach gut, Stimmen haben wir jetzt zwei zur Auswahl. Vielleicht kommen wir noch die eine oder andere dazu später. Wir sind ein Krieger, wir müssen böse gucken. So, dann die Augenfarbe. Oh, cool. Ich bin schwarz angelaufen. Die 6, die 6 ist cool. Hast du schon mal die Augenfarbe 6? Die ist cool. Die hab ich. Ja? Okay, dann nehme ich mal auf. Hey, nehmen sie doch auf, wir sind doch ein Team. Wir sind besessen. Ah, ne, ist ein Grün. Und der Mund? Ja, den sieht man jetzt nicht richtig, weil ich ja einen Schnäuzer davor habe. Ich würde sagen, wir nehmen diesen... Moment. Ja, den. So. Was haben wir denn hier? Stimmen. Stimmenvorlage. Okay, lass mal anhören. Okay, das sind Kinder. Ja, ich nehme einfach die zwei, keine Ahnung.
Der Charaktername, wir sind natürlich der Onkel, ist klar. Und wir erstellen jetzt mal die Figur. So, was können wir denn jetzt hier machen? Wir können beitreten und wir können starten lokal. Ah, hier. Allein spielen mit Freunden. Genau, Freundesspiel. So, wir wollen das ja im Koop zocken. Und dann würde ich sagen, starten wir unser Abenteuer. Und ja, jetzt gibt es noch mal am Anfang ein bisschen was zu lesen. Das werde ich euch natürlich zeigen, vorlesen. Und dann geht das genau, los. Ach, wir können hier noch das Universum wählen. Beitreten müssen wir dann gucken bei dir, weil ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Also wir haben hier... Okay. Entschuldigung, wir haben hier die Grün... Wir haben hier einmal... Nee, wir können bloß das eine Universum... Also wir haben hier verschiedene Universen. Und mit denen, in die kann man wahrscheinlich dann durch die Portale, weil das heißt ja Portal Knights, also können wir dann wahrscheinlich mit Portalen dahin reisen. Wir können craften, wir werden einfach sehen, wie das wird. Ich glaube, das wird mega cool. Und ja, da würde ich sagen, starten wir einfach im ersten Universum. Die friedlichen Hügel, grüner Schleim, Giftmade und orangener Schleim. Das sind unsere Gegner, die hier rumlaufen. Dann haben wir hier, man hat dann auch verschiedene, man hat erstmal verschiedene Feinde wahrscheinlich in den ganzen Portalen, in den ganzen Universen. Dann hat man hier verschiedene Pflanzen. Hier haben wir einen Baumwollbusch, Weizenfeld, Gartenpilz und so. Und das ist ja cool. Und Steinblöcke. Onkel, bist du jetzt schon drin? Nein, ich gehe jetzt einfach mal auf Reisen und dann sind wir dann bestimmt dort. Ah, okay. Gut, weil ich wollte mich fragen, hier wegen Beitreten. Ja, das wird gleich sofort, ich denke mal, das wird installiert. Ich habe jetzt gar keinen Timer gestartet. Okay, jetzt kommt erstmal das Intro. Friedliche Hügel, Stufe 1. Hä? Ach so. Ach, das kommt bloß, wenn man alleine startet, diese Geschichte. Okay, sehr cool. Steuerung ist ein bisschen anders. Ah, es sieht so geil aus. Okay, Escape, wie kann ich dich jetzt einladen? Ich bin lieber gerade... Okay, oder auch nicht. Okay, wir haben hier, das gucken wir uns gleich an. Wir gucken erstmal, wie wir den Nero einladen können. Eingabe. Konnte der Spielsitzung nicht beitreten. Los. Können wir jetzt den Nero einladen? Okay. Warum mir jetzt gerade gekattet? Das fliege ich irgendwie raus. Hallo? Beitreten. Ach, du kannst. Freunde? Einfach bei mir beitreten, achso. Aber sind 2 von 4 Spielern sind bei dir angeblich schon drin. Was? Ich drehe einmal nochmal auf Beitreten. Jetzt hast du, jetzt haben wir ein Problem, weil ich höre dich jetzt hier nochmal übers Spiel. Ich glaube, du musst dein Mikrofon innen drin ausschalten im Spiel. Nero ist beigetreten. Ja, na super. Ja, ich höre dich jetzt doppelt. Scheiße, was ist los? Okay, du hörst mich jetzt doppelt. Nee, jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, da ist Nero, unser Waldläufer. Ja, hallo. Wie es sieht, also ich muss sagen, es sieht geil aus. Sieht richtig gut aus, das kann man hier zu machen. Kann ich dich angreifen? Nee. Okay. Dann, Nero, wir gucken mal ganz kurz, was wir so alles haben. Wir haben hier mit C haben wir Talente, die können wir aufwerten. Beweglichkeit, Stärke, Intelligenz. Herz des Kriegers erhöht Stärke um und da kann man sich ein bisschen leveln. Das ist natürlich cool. Also richtig skillen, so eine Art MMO ist, das ist richtig genau. Geil gemacht. Dann haben wir hier Rüstungen, die kann man sich dann wahrscheinlich craften und kann sich dann, oder findet die, keine Ahnung. Und Rüstungsbonis gibt es dann auch. Das ist auch sehr nice. Dann haben wir hier, was haben wir denn da? Das ist wahrscheinlich unser Rucksack. Und da haben wir einen schwachen Heiltrank, wir haben die Flagge und wir haben, ach wie ihr schon seht, man kann Möbel bauen. Das gehört, Pioniersflagge gehört zu Möbelutensilien. Dann hier haben wir einen Umhang, den müssen wir uns doch, wie kann man sich denn den anziehen? Okay, ja. Ich habe gerade es herausgefunden, und ja. Zwar Rüstung, rechte Seite, mittleres Ding, das musst du anklicken und dann kannst du das direkt aus deinem Inventar rausholen. Genau, das ist der Umhang, den haben wir im Inventar drin gehabt, genau, den habe ich gerade auch reingetan. Genau, super. Juhu, so, dann haben wir hier Crafting, der Hammer hier oben bedeutet Craften, hier kann man Blöcke, Zutaten. Und hier kann man Portalsteine bauen, man kann Werkbank und ja, das werden wir alles mit der Zeit rausfinden. Man kann hier auf jeden Fall craften und hier hat man mal die Map, die Portal-Map nochmal. Saugeil, so. Kann man dann jetzt hier, ich werde jetzt einfach mal kurz hier. Jetzt kann man farmen, guck mal, man kann farmen, schön. Also man haut einfach drauf und dann farmt man sich die ganzen Sachen.
Genau, dann fahren wir uns das Holz. Oh, da hinten sehe ich schon den ersten Gegner. Ja. Das ist ja eigentlich. Kann man hier eigentlich auch solche Blöcke abbauen? Nee. Oh, ich habe einen Gegner. Ja. Doch, man kann auch hier Steinblöcke uns abbauen. Also ich denke mal, es ist wirklich genauso wie Minecraft geregelt. Auch irgendwie hier oben ist ein Gegner. Warte mal, ich komme. Ah, Kamera lösen kann man mit der rechten Maustaste. Wunderbar. Wasser, wir haben Wasser gefunden. Was haben wir denn hier schon? Ja, wir sammeln jetzt hier schön kräftig und haben noch gar nicht so richtig... Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Erkundungstour, ha? Genau, das machen wir erstmal. Schauen wir uns erstmal die Welt so ein bisschen an. Oh, hier haben wir schon so eine kleine Miniburg, so wie das aussieht. Also ich denke mir mal, wir müssen dann mit der Zeit so... Ach, guck mal, Schmetterling. Oh. Hier an den Burg mal reingucken. Oh. Ui. Boah. Oh. Er fällt natürlich runter. Oh, wir haben jetzt schon... Ich habe schon Seeds eingesammelt. Ja, ich habe schon Seeds eingesammelt. Seeds? Ah, und cool. Du siehst unsere Waffen, die... Verlieren Haltbarkeit. Ja, genau. Oh, ein Skelett. Kommen wir gegen den schon an? Ja, ich glaube schon. Das schaffen wir. Zack. Babam. Blaues Portalsteinfragment. Ah, okay. Ah, sehr cool. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal, man kann auch Stein abbauen, das ist schön. Ich denke mal, da brauchen wir dann wieder später, Spitzhack und Co., hä? Ja, genau. Hier geht's weiter. Oh, cool, guck mal, eine Kiste. Was ist das? Soll ich die aufmachen? Mach einfach mal auf. Oh, muss dranhauen. Oh, was habe ich jetzt gekriegt? Roher Stromquarz, schwacher Heiltrank, zweimal Baumwolle, zweimal Portalsteinbauelemente. Also ich weiß nicht. Alte Schatzkammer. Die tapferen Abenteurer, die es soweit geschafft haben, sollen sich den verdienten Schatz nehmen. Alles klar, dankeschön. Ja, also wir können das ja dann miteinander aufteilen, ist klar, später. Jetzt habe ich es halt erstmal eingesammelt. Wie kommen wir denn jetzt wieder rauf? Ach, okay. Machen wir das so. Kann man die Türen auch mitnehmen? Ach, guck mal, ich kann. Ja! Mitnehmen. Kann man sich auch die Flaggen mitnehmen hier, die Fammel? Weil dann brauchen wir jetzt. Haben wir was für unseren. Ach, cool. Wenn es da steht, ne? Ja, nimm es einfach mal mit, ne? Braucht ja eh keiner mehr. Ja, die Insassen sind hinüber. Boah, also dieser Weg hier hoch ist schon ein bisschen nervig. Aber hier geht's ja noch weiter hoch. Ich gehe mal weiter hoch. Mal gucken. Ah, ne, das ist bloß Aussicht. Ah, ne, was haben wir denn hier? Ein Schild. Ein Schild? Ausguck. Finde hochgelegene Aussichtspunkte, um einen besseren Überblick über die Insel zu bekommen. Ah, okay. Das ist sehr nice. Ist Portal. Oh, guck mal da oben. Ah, guck mal, da oben steht sogar ein Portal schon rum. Und das müssen wir bestimmt zu Ende bauen, das Portal da oben. Siehst du es rechts hier? Jo, da oben ist es. Und hier unten ist auch eins. Warte mal, ich fahre hier runter. Das sieht mir hier auch nach Portal aus. Oh, hier. Weizen. Ja, so, meine Freunde. Sorry, dass es jetzt ein bisschen zeitmäßiger Sprung war, aber irgendwie ist mein Aufnahmeprogramm gerade abgeschnürt. Oh, schade. Jo. Aber nicht schlimm, ihr habt nicht viel verpasst. Wir haben gerade die schöne Burg hier gefunden. Und wir haben jetzt hier gerade unser Portal gefunden, was wahrscheinlich in dem Spiel auch drum geht. Genau, Portal. Nur Portalritter wissen, was jenseits von davon liegt. Bereite dich gut vor, bevor du gehst. Aha, okay. Okay. Also das heißt... Oh, fall hier nicht rein. Ich glaube, das könnte tödlich enden. Oh, ja, sieht dunkel aus. Warte mal, ich habe hier jetzt schon Portalsteine. Wenn ich guck mal... Ich brauche mein Inventar auf... Was ist denn das für ein Buchstabe-Inventar? B. Das brauche ich, muss ich unbedingt anders machen. Hier, roter. Oh, hier haben wir unsere Hütte. Unsere Hütte? Mhm, anscheinend. Hier können wir Sachen... Warte, ich kann jetzt mal hier den Portal stellen. Kann ich den jetzt hier setzen? Getreidesamen, sehr cool. Okay. Liebe es, jetzt Farming zu machen. Das ist echt cool. Ich gehe mal hier unten, da sind Gegner. Jetzt habe ich das wieder weggeschnappt. Was ist denn das? Cool. Orangener Schleim. Pilze.
mal alles mitnehmen. Das könnte vielleicht noch interessant werden. Oh, zwei blaue Portalscheinfragmente. Oh, jetzt habe ich hier was, das kann ich aber nicht ändern. Ich guck mal ganz kurz, kann ich hier... Steuerung, genau. Ach, ich kann sie aber nicht ändern, verdammt. Hallo? Jetzt. Okay, Blumen so. Okay. Oh, cool, sehr cool, sehr cool. Was soll denn hier noch? Ein Vogel? Ach komm, den holen wir uns mal rüber. Papagei. Mhm. Zack, und was gibt der uns? Ein Ei. Wir haben ein Ei gekriegt. Eieiei. Cool. Gut, Steinblock. Okay, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir uns jetzt hier erstmal, ob wir uns dann in jedem Portal, wo wir drin sind, erstmal... Oh, oh. Hier gibt's eine... Übungspuppe. Ja, aber die geht nicht kaputt. Wo sind sie? Ach, schon fast erste Level fällt durch. Ja gut, erste Level. Was haben wir denn hier noch? Hier unten. Da hinten ist noch so eine kleine Höhle. Da gehe ich mal kurz hin. Moment, ich komme mit. Okay. Onkel. Ah, da hinten, ja, stimmt. Zäune gibt es hier auch. Alte Mine, mit einer Spitzhacke baust du Blöcke sehr viel schneller ab. Ah, warte mal, genau. Wir können jetzt gleich mal aufs Crafting-Menü, das war C. Ne, das war N. Ja, klar. N, genau. Gear. Schleifstein. Herstellen. Achso, wir können dann aus diesen Steinblöcken können wir einen Schleifstein herstellen. Und dann fehlen uns jetzt natürlich noch Steinblöcke. Hier, das ist Erde, ne? Das ist Quatsch, oder? Vorhin warst du doch auf der einen Seite, da war noch so eine Art Steine. Achtung, ja. Hier ist Loch. Was ist das für ein... Das ist ein Stein. Ach nee, das ist ein Zaun. Guck mal hier, hier sind das ist Steine. Boah, ich bin so fasziniert, das sieht so schön aus. Echt? Wirklich hübsch, hübsch. Ich würde sagen... Doch, also für eine Alpha sehr hübsch, hübsch, hübsch. Ja, Steinblöcke. Zerstören wir halt hier gerade das Aufgebaute der NPCs, oder was? Da müssen sie durch. Ach, so. Ich habe jetzt gerade beim Abbau von Steine auch Portalsteinfragmente bekommen. So, Schleifstein und hier Spitzhacke. Mir fehlen immer noch... Achso, ich brauche noch einen. Okay, wir brauchen insgesamt vier. Vier Steinblöcke. Und jetzt dürften wir doch eigentlich eine Spitzhacke basteln können. Genau, so, eine Steinspitzhacke. Die wollen wir mal herstellen. Und tata! No. Hast du, kannst du dir selber eine herstellen oder soll ich sie dir herstellen? Ich sammle gerade noch Holz und dann müsste es theoretisch mit mir auch funktionieren. Schauen wir mal. Bam. Oh, hier, zack, puff. Jawohl. Ach, jetzt baut das doch. Jetzt macht's Spaß. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Ein Schleifstein will ich mal herstellen, in der Hoffnung, dass... Ich kann dir dann auch gerne noch Materialien abgeben, dass du extra nochmal sammeln brauchst. So. Das ist sehr schön. Ah, es funktioniert ja wie am Schnürchen hier. Ah, hier ist noch eine Hütte. Ich glaube, wir sollten das lieber stehen. Ich habe keine Lust, hier alles wegzuklauen irgendwie. Da habe ich jetzt. Oh, komm, man kann hier benutzen. Ach, das ist eine Werkbank. Okay, cool. Und die Werkbank, die kann man dann aufrüsten. Aber ich würde sagen, wir bauen uns da trotzdem unser eigenes. Oh. Ein Schleifstein war hier drin. Mhm. Interessant. Ich glaube, ich habe... Die Kisten, ist da was drin? Ein tiefes Loch gefunden. Veredelter Holzblock. Mhm. So, ich... Du hast ein tiefes Loch gefunden, das hast du... Aus Versehen, ja, lass mich raten, aus Versehen. Es scheint wohl die Ende dieser kleinen Insel zu sein. Wir sind wohl anscheinend auf einer Insel, eine Schwebende.
Also so ein bisschen die Geschichte auch von Portal Knights, dass die Welt sich in Splittern aufgeteilt haben. Soweit ich weiß. Und entsprechend wieder die Portalritter, wir wollen ja alles wieder zusammenführen. Ach so, das siehst du, dann hätte ich das mal am Anfang Naho gleich gefragt. Du, ich geh mal in die Mine, oder bist du noch nicht fertig? Ich mache hier gerade die Werkbank. Ach so. Oder wollen wir komplett neue Hütte bauen? Ja, ich würde sagen hier, oder? Dass wir uns hier so einquartieren, oder wollen wir, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, lass uns mal in die Mine. Wir können auch die Hütte nehmen, die wir haben. Mir ist es wurscht. Oh, du musst auf die Löcher aufpassen, ich hab so Schiss reinzufallen. Ich guck jetzt einfach mal hier rein. Ich komm mit, ich bin gleich da. Also man kann sich auf jeden Fall... Oh! Okay. Oh, guck mal an. Oh! Wir haben hier wieder eine Kiste. Roter Stromquarz, schwacher Heiltrank und Baumwolle. Also ich glaube, ich muss dir auch langsam was abgeben, weil ich so viele Heiltränke jetzt habe. Genau. B ist im Inventar. Warte mal, ich mach mal die komische Pfanne, mach ich mal raus. Wo ich geklaut hab vorhin. Sieben. Ah, mit Q kann man drehen, okay. Wir haben auch wieder Säulen. Oh, ja, super. Okay, dann würde ich sagen, erweitern wir die Hütte da hinten einfach. Oder wollen wir hier, wo das geile Beet hier ist, uns da niederquartieren? So ein hochgelegenes Haus, wo wir mit der Treppe runter können. Hat auch was. Oder beim Portal. Oder hier oben. Ich habe keine Ahnung. Wenn du die Idee hast, sag es einfach. Wir können auch einfach die Hütte, die da ist, einfach ausbauen. Ich würde sagen, am Anfang wollen wir jetzt mal die Hütte nehmen, wo wir schon haben, da vorne. Um die ganze Geschichte kennenzulernen. Oh, ich habe jetzt auch gerade dieses Loch gefunden. Oh, das geht ja richtig tief runter. Ja, richtig tief, richtig tief. Reizt mich aber irgendwie. Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal Sachen her. Wir stärker sind. Und dann können wir erkunden. Ja, das Ding ist, hier gibt es nicht viel zu erkunden. Ne? Die Insel ist ziemlich klein, jetzt gerade hier. Aber ich denke mal, das ist einfach nur die Anfangsinsel. Aua! Alter! Boah, also ich mach mal hier jetzt so Erdblöcke. Ich hab Schiss, in diese Löcher reinzufallen, die mache ich jetzt einfach mal zu. So. Oh, die geht ja bloß bis dorthin, die Insel. Oh, meine Energie. Ach, hier ist die Hütte, genau. Die wollten wir ja benutzen, haben wir gesagt. Genau. Also ich würde sagen, wir rüsten uns auf und dann gucken, dass wir schnellstmöglich weiterkommen. Dass wir... Oh, jetzt kommen. Juhu! Ach, hier hast du... Ah, die hast du gebaut jetzt hier, die Hütte. Mhm. Aufgerüstet habe ich die. Ich bin einfach nur drauf und dann stand da aufrüsten. Okay, Blöcke und Zutaten. Jetzt gucken wir uns mal... Hier, blauer Portalstein. Herstellen. Zack. Herstellen. Aus den ganzen Dingern kann man uns natürlich die... So, habe ich das. Und dann können wir sicherlich diese... warte mal, ich will noch ein Holzschwert können wir noch machen. Ist egal, haben wir wenigstens was. Schwacher Heiltrank. Oh, okay. Okay, hier ist Baumwolle. Feuerstelle. Eine Feuerstelle klingt doch gut und eine Fackel. Geht auf jeden Fall ziemlich schnell. Die Werkbank können wir jetzt nicht weiter ausrüsten. Und jetzt können wir mal gucken. Ach, dass ich hier auch mal auf B drücken muss zum Inventar. Ich weiß, ich habe gerade absolut null Plan, wie lang jetzt unser Part schon ist. Also ich habe ja sehr spät wieder angefangen mit dem Part und ich bin jetzt bei 11 Minuten. Okay, also könnte es sein, dass wir die 20 Minuten jetzt schon rum haben. Ich würde sagen, wir warten, bis du 15 hast und dann machen wir über den Part aus, oder? Ach nee, du alles. Oder machst du 20 oder wie machst du das? Gut, dieser Part ist jetzt sowieso kürzer als normal, aber so zwischen 15 und 20 Minuten.
Das ist okay. Okay, machen wir das so. Weil es muss man sich natürlich erstmal wieder reinfützen. Hier in das Spiel. Genau. Eine Fackel. Kann man die jetzt irgendwo hinmachen? Ja, bitte. Also ich würde sagen, dass wir jetzt hier so die Insel ein bisschen erkundet haben. Das ist unser Häuschen. Ich würde sagen, dass wir dieses Häuschen auch weiter ausbauen. Und dann im nächsten Part. Dass ihr jetzt erstmal diesen ersten Einblick gehabt habt vom Spiel. Und ja, also... Ich weiß nicht, wie du es gerne handhaben möchtest, aber... Ich würde sagen, dann würden wir hier Schluss machen und dann... Oder machen wir so, genau. Können wir den nächsten Part voll durchstarten. Genau. Okay, meine lieben Freunde, das war dann so die ersten Schritte hier in Portal Knights. Es ist wirklich ein saugeiles Spiel. Es tut mir leid, also die Grafik, der Stil und alles. Ist lustig. Ich hab mich total verliebt hier rein. Das ist genial. Und wie er schon gesagt hat, wir bauen uns hier die Hütte noch. Bauen wir uns wenigstens noch zu hier, dass die Hütte dann ordentlich aussieht. Und dann werden wir langsam auch... Naja, das Portal müssen wir ja dann auch herstellen. Ich habe jetzt zwei oder drei Portalsteine, die werden wir dann im nächsten Part einsetzen. Und dann mal schauen. Ich denke mal, das ist einfach unser Ziel. Wir müssen die Portale kriegen, um dass wir dann eben loslegen können. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin, ciao. Ciao, ciao.